Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra mit einem neuen Podcast. Was sind Kohlenhydrate? Ich werde in der Praxis ganz häufig gefragt, was überhaupt Kohlenhydrate sind. Ich versuche das euch mal ganz einfach darzustellen. Kohlenhydrate kann man sich erstmal vorstellen, werden am Ende immer zu Zucker umgewandelt, beziehungsweise können natürlich auch Zucker enthalten, aber am Ende wird immer Traubenzucker draus. Man kann die so einteilen, einfach, mehrfach oder auch Zweifachzucker. Der Einfachzucker ist sozusagen die einfache Struktur Traubenzucker. Das heißt, Traubenzucker kennen einige ja aus dem Supermarkt. Wenn man in die Prüfung geht, dann nimmt man ja immer Traubenzucker mit. So kenne ich das auf jeden Fall. So ist der Traubenzucker so ein bisschen bekannt. Bei der Stärke ist es so, die gehören in den Mehrfachzucker, weil verschiedene Zuckerstückchen, also Kettchen von Zuckern, zusammenkommen und dann eine Stärke bilden. Am Ende wird aber, wenn die Stärke verkleinert wird, also sozusagen durch die Enzyme im Magen-Darm-Trakt, das fängt meistens auch schon im Mund an, werden die zerkleinert und dann entsteht am Ende auch Traubenzucker. Einige kennen von euch den Fruchtzucker aus den Früchten oder aus dem Obst und dann gibt es noch den Milchzucker zum Beispiel in den Milchprodukten. Also es gibt sogenannte Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker. Einfachzucker wäre zum Beispiel der Traubenzucker, Zweifachzucker ist zum Beispiel der Milchzucker und Mehrfachzucker ist zum Beispiel die Stärke. Was sind jetzt alles Kohlenhydrate? Also, zu den Kohlenhydraten gehören im Grundprinzip Kartoffel, Reis und Nudeln. Bei der Kartoffel gehört natürlich auch alles daraus, was hergestellt wird. Gleiches auch Reis. Aus Reis können Nudeln zum Beispiel hergestellt werden. Also die japanischen, also ostasiatischen Nudeln zum Beispiel können eben auch aus Reis bestehen. Bei Kartoffeln stellt man ja schnell mal Kartoffelpüree her, Bratkartoffeln, Pommes. Oder, was immer vergessen wird, ist, die Chips gehören auch zu den Kohlenhydraten, weil sie ja aus Kartoffeln hergestellt werden. Oder eben aus Teigwaren. Getreideprodukte gehören auch zu den Kohlenhydraten. Klassisch wäre das Brot und Brötchen oder Brotbackwaren, wie zum Beispiel Knäckebrot, Zwieback. Es gehört zu den Getreideprodukten auch die Müsli-Struktur. Also viele packen ja auch sowas wie diese Cornflakes oder Smacks bzw. Honigpops oder diese gepoppten oder kleinen Getreideteigtaschen, die gefüllt sind mit zum Beispiel Schokolade. Das gehört alles in die Kohlenhydrate, weil es am Ende alles aus Getreide hergestellt wird. Was häufig vergessen wird, ist, dass die Panade, die benutzt wird, wie bei Fisch, Fleisch, wenn wir panierte Produkte essen, dann ist es immer so, dass es ein Brötchen ist und damit ist das Getreide drumherum, das heißt diese Panade, auch ein Anteil Kohlenhydrat. Da geht es tatsächlich also nur um die Panade und nicht um das, was in der Panade sozusagen drin ist. Aus Teigwaren, also aus Getreide wie Mehl zum Beispiel, gehört eben auch in die Kohlenhydrate, können wir ja Kuchen, Kekse herstellen, aber auch Pizza oder Teigtaschen zum Beispiel, die dann befüllt werden. Viele kennen vielleicht auch, im Tiefkühlbereich gibt es den Blätterteig, den wir kaufen können. Und da ist es so, das gehört alles in die sogenannten Teigwaren. Bei Süßigkeiten ist es so, das kann man sich und können sich viele ganz gut vorstellen, haben wir die Gummitierchen, die Schokolade, die Kekse habe ich schon genannt und alles, was natürlich auch mit Zucker hergestellt wird. Bei Getränken ist es so, dass zum Beispiel Kakaoprodukte, die ich direkt in Milch auflösen kann, häufig einen ganz hohen Anteil an Traubenzucker haben und damit gehören sie eben auch in die Kohlenhydrate rein. Säfte gehören dazu. Säfte kann man ja aufteilen in 100% Saft, also aus zum Beispiel Konzentrat oder also Konzentrat Obst oder Früchtekonzentrat, was dann mit Wasser vermengt wird oder eben der frische Saft, den wir auspressen können. Der besteht ja aus Früchten und damit ist es eben ein Kohlenhydrat. Nektar ist meistens zum Beispiel Banane, Pfirsich, also ein dickerer Saft. Dann gibt es noch die Dicksäfte oder die Fruchtsaftgetränke. Auch die werden alle in der Regel aus Obst hergestellt. Bei Fruchtsaftgetränken haben wir sogar noch einen hohen Anteil an zusätzlichem Zucker. Das ist zum Beispiel, sind so in den Tetrapacks manchmal 100%ige Säfte, können aber auch Fruchtsaftgetränke sein.
Dann gibt es bei den Getränken natürlich all die Süßgetränke oder all das, was an Cocktails zusammengemixt wird. Da werden ja häufig Fruchtsäfte verwendet oder sowas wie Brause, Cola oder Mixgetränke. Alkohol ist aufgrund von Getreide, wo Bier hergestellt wird, oder Wein, zum Beispiel aus Weintrauben, in der Regel auch Kohlenhydrat, weil es ist Getreide und es ist Obst. Das heißt, Alkohol ist immer etwas, was total unterschätzt wird, und zum Beispiel direkt in die Kohlenhydrate gehört, weil am Ende der Körper aus den Kohlenhydraten, die drin sind, oder aus dem, wo auch der Alkohol entsteht, aus beidem, zum Beispiel Körperfett gerne gebaut wird. Das kann die Leber sehr gut umwandeln. So, da haben wir in die Getränke reingeguckt. Dann gibt es noch den klassischen Haushaltszucker, den viele von euch kennen, oder den Rohrzucker. Das heißt, der Zucker an sich, als auch Honig oder Sirup, was wir gerne aufs Brot machen. Marmelade zum Beispiel wird ja aus Obst hergestellt, oder auch Konfitüre gehört sozusagen zu den Kohlenhydraten. Wenn ich jetzt in den Bereich Hülsenfrüchte gucke, habe ich dort Bohnen, Linsen, dicke Bohnen, Erbsen, und dann gehört auch noch der Mais dazu. Dort ist Stärke drin, deswegen gehören die theoretisch auch zu den Kohlenhydraten. Allerdings haben die eine Sonderstellung, weil der Eiweißanteil und die Kombination der Ballaststoffe in diesem Falle immer einen langsameren Blutzuckerverlauf macht. Diesen langsamen Blutzuckerverlauf haben wir auch immer bei Vollkornprodukten. Wenn also Vollkornmehl verwendet wird oder Vollkornbrot mit mehreren Körnern, oder einige kennen auch diese Körnerbrote, nennen sich ja manchmal so Eiweißbrote, wo sehr, sehr viele Ballaststoffe drin sind, dann haben wir immer einen langsameren Blutzuckerverlauf, und dann sind die Kohlenhydrate für die Verwertung des Körpers einfach wertvoller. Auch eine Pellkartoffel oder eine Salzkartoffel ist im Blutzuckeranstieg anders, als wenn ich sie klein schneide und als Bratkartoffel oder als Pommes oder als Kartoffelpüree esse. Was kann man jetzt machen? Für alle die vorsichtiger mit den Kohlenhydraten sein wollen, passt auf die Menge drauf auf. Das heißt, im Ernährungsmaß bei uns findet ihr ja die richtigen Portionsmengen für Kartoffel, Reis, Nudeln, für die Getreideprodukte. Bei den Getreideprodukten muss man eben vor allem bei den Müslisorten häufig auch aufpassen. Oder so hellere Toastbrotgeschichten lassen den Blutzucker immer schneller ansteigen, weil das Mehl einfach nicht so viele Ballaststoffe hat. Allerdings ist es so, dass natürlich Vollkornmehl häufig, gerade zum Beispiel bei Pizza, auch nicht so wirklich immer akzeptiert wird, also in der Masse gesehen. Das heißt nicht, dass ihr einzeln das vielleicht auch mögt. Aber ich habe da einen Tipp für euch, habe ich gestern auch mit einer Patientin besprochen. Man kann das natürlich auch halbieren. Das heißt, wenn ihr Pizzateig selber macht, ist er in der Verwertbarkeit immer besser. Und man kann ja vielleicht ein bisschen Dinkelmehl, ein bisschen Vollkornmehl und ein bisschen helleres Mehl auch einfach mal mixen. Probiert es einfach aus. Oder ihr macht den Teig viel, viel, viel dünner, als ihr ihn kaufen würdet, und habt ihn dann also dünner ausrollen und macht dann einen höheren Anteil an Gemüse drauf. So kann man sich ja bei den Kohlenhydraten auch immer ein bisschen helfen. Jetzt kommt ganz häufig die Frage, wo sind keine Kohlenhydrate enthalten? Das wäre Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei, solange das nicht paniert ist. Natürlich auch die Produkte, die daraus hergestellt werden, wie beim Ei, das Rührei zum Beispiel. Habe ich aber jetzt einen Pfannkuchen, dann habe ich wieder, oder Kekse, die hergestellt werden, dann habe ich wieder Ei kombiniert mit dem Mehl, und dann gehört es wieder in die Kohlenhydrate rein. Was ich noch nicht erwähnt habe, sind die Milchprodukte. Bei den Milchprodukten ist es so, dass die Milchzuckeranteil enthalten in der klassischen Kuhmilch, in dem Joghurt ist Milchzucker, in der Kefir, Buttermilch und in der Molke haben wir immer den Milchzucker. Daher gehören Milch, Joghurt, Kefir, Molke, Buttermilch immer zu den Kohlenhydraten. Der Käse gehört in der Regel, er wird zwar schon aus der Milch hergestellt, und natürlich ist auch in einer Scheibe Käse oder einem Stück Käse ein Anteil Zucker drin. Wir wissen aber aus der Diabetologie, dass durch den Fettanteil und die Herstellung vom Käse der Milchzucker keinen großen Einfluss auf den Blutzucker macht. Daher können für die Kohlenhydratreduzierung immer Käse verwendet werden, und der Quark gehört auch dazu, weil ein Großteil des Milchzuckers ja in die Molke läuft und daher aus dem Quark
Quark raus ist. Das heißt, der Restzuckeranteil, der im Quark drin ist, macht tatsächlich keinen großen Blutzuckeranstieg. Daher kann man Quark wunderbar auch zu den kohlenhydratreduzierten Produkten rechnen. Was ich in der Praxis häufig höre, ist diese Geschichte: Ja, ich habe mir jetzt laktosefrei gekauft, dann ist der Milchzucker ja raus. Ja, edgy badgy, an dieser Stelle, das geht leider nicht, weil die laktosefreien Produkte sind nicht laktosefrei, sondern nur gespalten. Oder manchmal wird nur ein Enzym den Milchprodukten, die laktosefrei sind, zugesetzt. Und daher sind die laktosefreien Produkte nicht kohlenhydratfrei und schon gar nicht milchzuckerfrei, sondern nur gespalten. Was übrigens auch erklärt, weshalb jemand Probleme kriegt mit der Laktose und trotzdem, also laktosefreie Produkte nutzt, aber trotzdem Beschwerden bekommt. Also laktosefreie Produkte heißen leider laktosefrei, sind es aber nicht. Also in diesem Falle nicht zuckerfrei und auch nicht für die Kohlenhydratreduzierung geeignet. Quark habe ich aber gesagt und Käse, klassischer Quark geht komplett. Da könnt ihr auch Frischkäse oder Hartkäse, eure Lieblingskäsesorten nehmen. Das ist alles kein Problem. Frei von Kohlenhydraten ist auch die ganze Palette an Gemüse. Also Blumenkohl, Brokkoli, Kohlsorten, Lauch, was fällt mir noch ein? Was haben wir denn noch da draußen? Möhren zum Beispiel. Es ist bei den Möhren ganz häufig so, dass die Möhre an sich zwar einen Zuckeranteil hat, das merkt man ja auch manchmal, wenn die süß ist oder süßlicher schmeckt, wenn sie gegart ist, aber wir wissen, dass durch die Ballaststoffe in der Regel der Blutzuckeranstieg der Möhren keine Auswirkung hat und daher gehört die ganze Palette Gemüse wirklich in die kohlenhydratfreie Struktur oder reduzierte Struktur. Die Hülsenfrüchte, als auch der Mais, habe ich schon erklärt, da ist Stärke drin, aber auch die lassen den Blutzucker langsamer ansteigen und sind am Ende eine gesunde Variante, die wir schön für die Vielfalt der Kohlenhydratenreduzierung, also einer Kost und Speisen, natürlich wunderbar verwenden können. Bei Kakao ist es so, dass der ja diesen Fertigkakao, den man auflösen kann, Traubenzucker enthält. Da könnt ihr Backkakao nehmen. Das kennt man vielleicht manchmal so ein bisschen von den Großeltern. Die haben früher die Milch immer gekocht, weil die halt den Backkakao nur hatten. Am Ende muss man den manchmal süßen. Das ist ja ein bisschen die Frage, was ihr da verwenden wollt. Da kann man natürlich in die Süßstoffe gehen, wer es mag, oder in die Ersatzzuckersorten. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, weil das Gehirn das nicht so gerne mag und manchmal auch bei vielen dann Heißhunger verursacht. Eine kleine Menge an Zucker könnte man machen, wäre für Low Carb natürlich für die, die sehr streng unterwegs sind, eher eine No-Go-Geschichte, weil es ja eine Zuckerart ist. Dann haben wir noch bei den Getränken Wasser, Kaffee und Tee, natürlich ohne weitere Zusätze und vor allen Dingen auch das Wasser ohne irgendwelche Geschmackszusätze, weil da Früchte verwendet werden oder Fruchtsaft verwendet wird. Wenn ihr jetzt Getränke habt, die mit Zero oder Light definiert sind, dann kann Süßstoff drin sein. Heute wird aber häufig auch kombiniert. Das heißt, nur weil Zero oder Light vielleicht gleich Null steht oder für ist nicht enthalten oder hat sozusagen keinen Zuckerzusatz. Das kann man leider heute auch nicht mehr so 100% sagen, weil ihr müsst das Produkt umdrehen und auf der Rückseite gucken. Häufig werden Ersatzzuckerarten auch gerne verwendet. Dafür kann ich aber gerne, weil das auch nochmal so eine lange Geschichte ist, einen neuen Podcast für euch machen. Also, ich hoffe, euch ein bisschen aufgeklärt zu haben für wo sind Kohlenhydrate drin und wo sind nicht Kohlenhydrate drin. Ich finde immer gesunde Mischkost, die Menge macht's. Ich bin selber immer ein bisschen vorsichtiger mit den Kohlenhydraten unterwegs, lasse sie aber nicht komplett weg, sondern die Menge ist immer entscheidend. Das hat immer den Vorteil, dass es einem häufig auch besser geht. Es gibt immer Patienten, die so über Müdigkeit klagen und das kann immer kommen, wenn ich einen Teller voll Nudeln habe und den aufesse. Da kann ich sozusagen die Portionsmenge auf eine Hand definieren. Das findet ihr im Ernährungsmaß und dann zwei Hände voll mit Gemüse. Und wer will, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei dazu als Sättigungseffekt, dann habe ich nicht so einen großen Blutzuckeranstieg und dann funktioniert das auch wunderbar mit den Portionsmengen der Kohlenhydrate. Also, wer mehr erfahren will, guckt gerne auf unsere Kanäle wie YouTube, Insta, TikTok, Soundcloud. Ich freue mich auf euch. Ja, ich hoffe, dass ihr viel Spaß heute hattet beim Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag noch und dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra. Macht's gut. Tschüss.